In vielen Seminaren werden die Lerninhalte mit Hilfe von Textsammlungen vermittelt. Textsammlungen, auch Reader genannt, die meist aus unterschiedlichen Quellen zusammengestellt sind. Dabei bildet der Reader einen langen, linear strukturierten Text mit Wissen, eine lange Kette von Informationen, die sich die Studierenden im Verlauf des Kurses möglichst vollständig aneignen sollen. Leider funktioniert unser Gehirn so nicht. Wir speichern Wissen nicht als einen langen Strang von Informationen, sondern als ein komplexes Netz von Assoziationen. Jede Information, die wir uns merken, steht mit vielen anderen Informationen in Verbindung. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen reinem Speicherwissen, das auswendig gelernt wurde, und sinnvollem, nutzbarem Wissen, das auf dem Verstehen von Zusammenhängen basiert. Das Shrimp-Projekt ist der Versuch, den Seminarreader neu zu erfinden. Dazu bereiten wir Lerninhalte so vor, dass sich statt einer langen Kette von Informationen ein Netz bildet. Wir zerlegen also die Inhalte des Readers in viele kleine Einheiten, jeweils ein oder zwei Absätze lang, und verknüpfen diese Einheiten über kommentierte Verbindungen. So entsteht Hypertext. Natürlich kann auch ein Hypertext-Reader von vorn nach hinten gelesen werden, doch durch zahlreiche Verweise zwischen einzelnen Textstellen macht er alternative Lesepfade möglich. Die Studierenden können so ihren eigenen Assoziationen und Interessen folgen und selbst neue Verknüpfungen anlegen. So ein entdeckendes Lesen kommt im Alltag, vor allem im Internet, sehr häufig vor, zum Beispiel beim Navigieren durch die Wikipedia. Auch dort sind die Artikel untereinander verlinkt und die Lesenden können spontan ihren Interessen folgen. Im Shrimp-Projekt wird dieses entdeckende Lesen zusätzlich mit Interaktionsformen kombiniert, die die Studierenden aus den Social Media kennen, zum Beispiel mit Likes und Kommentaren. Wir denken, dass diese Textform im Seminar zu einem besseren Verständnis der Lerninhalte führt und dass die Studierenden dadurch erfolgreicher lernen. Funktioniert das? Das wollen wir im Rahmen dieses Projektes herausfinden.